Es war in Dortmund in meinem letzten Jahr am Gymnasium. Ich war Ersatzmann für die Linksaußenposition. Es war das letzte Spiel der Saison. Und ich stand auf dem Platz, weil der reguläre Spieler verletzt war. Jetzt passen Sie auf. Wir spielten gegen unsere verhassten Rivalen. Reiche Angeber aus dem besseren Teil der Stadt. Ich meine, sie waren richtige Sexprotze. Wirklich. Sie zu schlagen bedeutete uns mehr, als eine Nummer zu schieben oder sonst was. Und dazu kamen wir sowieso selten oder nie. Die reichen Typen, die vögelten unsere Mädels. Sie auf den Platz zu schlagen, war die einzige Chance, uns zu revanchieren. Wir träumten jeden Tag davon. Es bedeutete uns alles. Das Spiel war fast verloren. Es stand 2:2. Es waren nur noch 2 Minuten zu spielen. Und sie waren an unserem Strafraum. Sie hätten auf Nummer sicher gehen können und auf Zeit spielen können. Aber sie wollten es uns richtig geben. Nicht genug damit, dass sie unsere Frauen vögelten. Sie wollten noch einmal gegen uns punkten. Nicht zu fassen. Der Spielmacher läuft rückwärts, um eine Flanke zu schießen. Er ist ein richtiges Stück Scheiße. Fährt einen gelben GTI und lässt das Leder durch die Luft eiern. Ein Verteidiger von uns kriegt an der Torlinie noch den Kopf dran. Der Ball fliegt hoch und scheiße. Ich bin im Strafraum platt auf dem Hintern, weil man mich umgerannt hat. Wie ich aufstehe, sehe ich den Ball über das Spielfeld fliegen. Ich renne los, erwische ihn und passe ihn zu einem Mitspieler rüber, der den Ball hoch zu mir zurückspielt. Ich bin eingekesselt von den reichen Typen. Sie kommen näher, ich kann nichts machen, sie gehen auf mich los. All die Kerle, die mit unseren Frauen rumgemacht haben. Ich bin außer mir vor Wut. Sie hechten nach mir und wollen mich unter sich begraben. Da merke ich auf einmal, dass ich abhebe. Ich bin in der Luft, mein Kopf erreicht den Ball und befördert ihn hinter die Torlinie. Ich lande wieder und wir haben das Spiel gewonnen. Das muss ich Ihnen lassen. Das ist der beste Scheiß, den ich je gehört habe. Das ist kein Scheiß. Ach, da hätte jeder darüber gesprochen. Nein, das passierte in der Stadt. Man hat alles vertuscht und den Leuten Schweigegeld gezahlt. Niemand sollte etwas erzählen. Schweigegeld. Die hätten alle darüber gequatscht.